Take two. Manchmal stimmt es einfach nicht. Von Anfang an läuft etwas falsch. So war es, als ich geboren wurde. Einfach am falschen Ort. Eine Kleinstadt in Bayern mit komischen Menschen, die einem immer Vorschriften machten. Im Kindergarten war ich bei den Nonnen. Ich glaube, die waren ganz nett und fanden mich süß. Die Lehrer mochten mich nicht, weil ich anders war als die anderen. Gar nicht so viel anders, aber ich hatte lange Haare und das ging ja gar nicht. Immer hieß es, Haare ab, du alter Gammler. Aber ich habe immer Nein gesagt, weil Haare schneiden ist ja Selbstverstümmelung. Und dann musste ich in ein Internat, nicht in irgendein Internat, sondern ein Kloster in den Bergen, abgeschieden von der Welt. Ein komischer Ort mit komischen Mönchen, die einen immer verprügelten. Zum Beispiel, wenn man beim Rauchen erwischt wurde. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und ich dachte, ich gehe zurück zu meiner Mutter. Wenigstens so lange, bis ich 18 Jahre alt bin. Endlich 18, erwachsen. Wenigstens so erwachsen, dass sie einem nichts mehr sagen konnten. Eigentlich sollte ich zum Militär, aber das ist natürlich Schwachsinn und ich bin weg nach Berlin. West-Berlin, Anfang der 80er Jahre. Besetzte Häuser, Punk. Dann habe ich angefangen zu fotografieren, schwarz-weiß mit einer alten Kamera. Am liebsten Leute, die auf der Straße leben, die anders waren oder sich sonst irgendwie durchschlugen. Aber dann fand ich Berlin auch anstrengend und bin nach Italien getrennt und habe in einer Kommune Theater gespielt. Dann habe ich 1989 im November gehört, dass die Mauer in Berlin gefallen ist, im Radio. Und dann wollte ich unbedingt nach Ost-Berlin. Da habe ich dann weiter Kunst gemacht und mich für die Kunstakademie in Stockholm beworben. Und irgendwie haben sie mich genommen. Und da habe ich dann Sharon kennengelernt, also Mama, und das erste Mal verstanden, was es heißt, sein Herz zu verlieren. Sharon war aus Israel. Um dorthin zu kommen, habe ich so ziemlich alles verkauft, was ich hatte, und habe mir ein One-Way-Ticket nach Israel gekauft. Den Rest kennst du ja, die Geschichte von Kilian und Jonas und Mama und Papa. To be continued.